Guten Tag, liebe User Metropolregion Rhein-Neckar-News, begrüßt Sie recht herzlich aus dem Polizeipräsidium in Mannheim. Dort fand die angekündigte Pressekonferenz statt zum Schlag gegen einen Rauschgifthändlerring, der in Ludwigshafen und Mannheim agierte. Insgesamt wurden 24 Tatverdächtige vorläufig festgenommen. 72 Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht. Gegen weitere 62 Tatverdächtige wird aktuell ermittelt. Bislang wurden 152 Kilo Amphetamin, 1,1 Kilogramm Kokain, 2 Kilogramm Haschisch, 200 Gramm Marihuana, 35 Ecstasy-Tabletten, 5 scharfe Schusswaffen, 50.000 Euro Bargeld sowie 8 hochwertige Kraftfahrzeuge, darunter auch ein Motorrad, sichergestellt. Haben ergeben, dass die Tätergruppierung auch Amphetaminhersteller und das Amphetamin auch hier in Mannheim-Ludwigshafen verkauft hat. Bei den Haupttatverdächtigen handelt es sich um einen 48 Jahre alten türkischen Geschäftsmann, zwei deutsche Geschäftsmänner im Alter von 38 und 49 Jahren aus dem Raum Mannheim-Ludwigshafen sowie einen niederländischen Geschäftsmann. Dieser Personenkreis organisierte nach unseren Erkenntnissen als Führungskreis der Organisation die Rauschgiftgeschäfte der gesamten Gruppierung. Aktuell sind 11 Bandenmitglieder inhaftiert. Die Verstrickungen und Verzweigungen gehen bis hoch nach Berlin. Selbst bis in die Türkei hat diese Bande ihr Netzwerk gestrickt. Wie lange die Ermittlungen noch andauern, konnte man heute Morgen hier in Mannheim noch nicht sagen, da die Bande international agiert hat und auch international die Polizei in diesem Fall zusammenarbeitet. Metropolregion Rhein-Neckar News verabschiedet sich. Auf Wiedersehen.